Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Might & Magic 2. Nachdem wir auf der idyllischen Urlaubsinsel bei ein paar Pflänzchen den Kürzeren gezogen hatten, habe ich mir jetzt überlegt, wir können ja mal anfangen mit der roten Quest für diesen roten Priester zu befreien. Und Grundvoraussetzung ist ja die rote Dreifachkrone. Ich habe uns drei rote Tickets gekauft. Ich habe auch noch Abwehrringe plus zwei gekauft. Deswegen haben wir jetzt auch ein bisschen mehr Rüstung. Ich habe nochmal das Training gemacht, was ja durch das letzte alternative Ende verloren ging. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie wir uns in roten Kämpfen schlagen in der Arena. Und dann werden wir entscheiden, ob es Sinn macht, uns unter Vulkanier blicken zu lassen oder nicht. Denn ich hoffe, dass wir dann unter Vulkanier in den Höhlen nochmal rausfinden, wo dann das nächste Teil ist, dieses Bauteil. Wir haben ja schon zwei gefunden. Und zwar haben wir den Fluxor und den Radikon gefunden. Und uns fehlt noch der Tolidor und der Kapitor. Dass wir dort dann in den Höhlen dann nochmal einen Hinweis finden, wo wir das dann finden. Und dann müssten wir nur noch den Priester suchen im Schloss Hillstone, das uns auch noch fehlt. Also, wir schauen mal, wie wir in Middlegate in einem roten Arena-Kampf klarkommen. Gebufft sind wir. Ja gut, das beeindruckt mich jetzt nicht, aber ich glaube, das wird ja auch von Stadt zu Stadt schwieriger. Also, wir gehen mal frohen Mutes ran. Ich schlag rauf. Was zaubert Untote abwenden? Sind das keine Untote? Ich glaube, da bin ich schon mal drauf reingefallen. Aber egal. Das schaffen wir so oder so auch. Nur da ich nicht weiß, wie hart die reinschlagen, lassen wir den guten Bart zuerst mal eine Unsichtbarkeit machen. Mutikanus schlägt drauf. Wir widerstehen irgendwas. Oh, Bart ist fast tot. Da war das mit der Unsichtbarkeit gar nicht so schlecht. Was? Zauber mal eine extra Heilung auf den guten Bart. Und dann Phileas und Robert hauen rauf. Bart, zauber mal bitte einen Feuerball. Der sieht so untot aus, der Typ, aber scheinbar dann nicht. Na egal. Kann auch sein, dass die zu hoch sind vom Level für was. Keine Ahnung. Alles reine Spekulation. So, den Kampf haben wir geschafft. 7000 Gold zur Belohnung. Und dann machen wir Ansehen was. Was zaubert uns ein schönes Portal. Nach Sansobar. Denn dort ist die nächsthöhere Arena. Schauen wir mal. Wo war hier die Arena? Hier. Sehr schön. Monsternapf und rein geht's. Jetzt habe ich so leicht Muffensausen vor dem dritten Kampf in Atlantium. Aber okay, wir machen dann nochmal wieder volle... So, sind verängstigt. Wir sind ja auch draußen, denke ich mal. Also sollte was auch ihren Überspruch machen können. Die Monster haben jetzt auf jeden Fall schon mal Angst. Phileas zaubert bitte einen Kältestrahl. Hat zwar nur einen getroffen, aber das ist egal. Der ist auf jeden Fall tot. Bart zaubert bitte zuerst mal Unsichtbarkeit. So, dann macht Multikanos einen Kältestrahl. Ja. Sherman haut den ersten aus den Latschen. Ja, kommt Schaden rein. Das lässt sich nicht leugnen. Was? Wir schauen mal, ob wir draußen sind. Mondstrahl. Ja, wir sind draußen. Sehr schön. Und Heilung für uns. Der Spruch ist so Wahnsinn, wenn man draußen ist. Okay, Phileas, mein Guter. Du machst bitte nochmal Kältestrahl. Trifft schon wieder nur einen, keine Ahnung. Und den Rest hauen wir im Nahkampf rum. Ja, ging besser als ich dachte. Vor allen Dingen, wenn die Arena als draußen zählt. Ui, und 10.000 Gold. Okay. Ja gut, dann machen wir...
Ansehen war's. So ein bisschen Hoffnung habe ich jetzt schon, dass wir den nächsten Kampf überleben. Es sah schlimmer aus, als es war. So ein Portal nach Atlantium. Nein, wir wollen die Stadt nicht verlassen. Lass mal gut sein. So, dann machen wir uns erstmal eine Rast. Dass nochmal Mana voll ist und alles. So, dann müssen wir nochmal durchbuffen. Ansehen was. Was zaubert Schutz vor Elemente. Und dann gehen wir nochmal auf Bad. Bad zaubert Schweben, auch wenn das in der Arena wahrscheinlich keine Rolle spielt, aber ich will es nicht vergessen. So, Schutz von Magie. Und den Magierblick hätte ich noch gern. So, und die Arena war ziemlich zentral. Dann, ja genau, da ist die Arena. So, dann Daumen drücken. Danach hätten wir die rote Krone. Mal schauen. Ja, Amazonen, mit denen sind wir schon mal klargekommen und da hatten wir einige Zauber noch nicht so richtig entdeckt. Formulieren wir es mal so. So, was macht trotzdem ist erstmal eine Erscheinung. Und die Amazonen haben Angst. So, Phileas zaubert einen Kältestrahl. Ha, nur auf eine. Kacke. Hätte ich doch die zweite nehmen sollen. Bart zaubert Unsichtbarkeit. Ja, Mutikanus hätte jetzt eigentlich zaubern sollen, aber ist okay. Ich hau rauf. Was? Ja, wir lassen sie ihren tollen Zauberspruch machen. Mondstrahl. Macht leider nur 14 Schaden, aber egal. Der ist so übel. Wir müssen einfach nur draußen kämpfen, dann gewinnen wir, glaube ich, fast alles. Nächsten Kampf draußen werden wir bestimmt verlieren. Egal. So. Damit sind die fast Geschichte. Den Rest machen wir im Nahkampf. Sehr schön. Und damit sollten wir jetzt die rote Dreifachkrone haben. 15.000 Gold Belohnung. Dann habe ich jetzt ein gutes Gefühl für den Keller von Vulcania. Okay, dann ansehen. Was zaubern das Portal nach Vulcania. So, der Keller war, meine ich mal, hier. Aua, ja, da nicht, weil da ist die Wand. Ich wollte eigentlich auch hier um die Ecke. Genau, Treppe zur Höhle. Ja, wir gehen runter. So, Schweben hatte ich ja, ne? Ja, wir haben Schweben und unsere Schutzzauber. Sehr schön. Dann kann ja fast nichts passieren, außer dass wir jetzt gleich sterben. So, tief durchatmen. Los geht's. Hallo erstmal. Alles gut? Mal alle Ecken ablaufen. Ah, der Spruch Schweben hat euch gerettet. Ich weiß zwar nicht vor was, aber danke Spiel. Er hat uns schon wieder gerettet. Okay, hier ist irgendwas. Wahrscheinlich Löcher am Boden. Oder vielleicht auch Vulkankrater oder was auch immer, weil wir uns ja unter Vulkania befinden. Da kann man mal mit sowas rechnen. Okay, also Schweben hier scheint unabdingbar zu sein. Ja, es hat uns wieder gerettet und es ist Nacht. Ja, danke Spiel. Ja, Spiel, ich hab's verstanden. So, einfach mal ein bisschen der Nase nachlaufen, dann überlegen wir gleich, wo wir noch nicht waren. Da drin waren wir zum Beispiel nicht. Machen wir Ansehen Bad und Bad zaubert uns bitte einen Teleport um 1. Dann sind wir drin. Cross-Eye und Red Duke sind in Bozorgs Hand bei D1141. Bozorg hat
Hatten wir das nicht schon mal? Ah nee, das war ein Barbar. Ja, und die beiden sind wahrscheinlich auch wieder irgendwelche Begleiter, die wir mitnehmen können. Ich schreibe das mal auf. Die können wir eventuell dann für die Klassenquests gebrauchen, je nachdem, welche Klassen die Herrschaften dort sind. So, erstmal notieren. So, aber eigentlich würde ich gerne wissen, wo das Bauteil in der anderen Burg da ist. Mach du uns mal nochmal einen Teleport. Um eins nach vorne. Schauen wir mal noch hier rein. Das Schild besagt, versucht weiter. Was denn? Hä? Schon wieder. Ah, da konnte man durchgehen. Das hat uns wieder unser Zauber gerettet. Bei X0Y0 in Luxuspalast Royal ist der A1 Todilor. Genau, das ist eins der Bauteile. Ich hätte zwar eher gedacht, dass wir dann hier gesagt bekommen, wo das Teil in Schloss Hillstone ist, aber okay. Luxuspalast, stimmt. Da müssen wir auch noch hin. Da hat uns doch so ein Ritter, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, hat uns doch da abgehalten. Da müssen wir auch noch hin. Ich hab das mal auf. So, bei 0,6 scheint leicht zu erreichen zu sein, denn da müssen wir eigentlich nur zur Tür raus und dann 6 Felder nach Westen. Nee, 6 Felder nach Norden, so rum. Egal, ihr wisst, was ich meine. Ja, Schwem hat uns wieder gerettet. Sehr fürsorglich von dir, Spiel, dass du uns das immer wieder sagst. Wir schauen auf die Karte. So, da unten hatten wir ein Feld nicht abgelaufen. Behalte ich mal im Hinterkopf. Wir schauen mal, dass wir dort in den einen Raum dahin kommen. So, dann würde ich gern da rein. Bart, tu mal bitte was. Zauber mal einen Teleport von 1 da rein. Ihr findet ein paar Edelsteine. Das ist nicht verkehrt. Der Spruch Schwem hat euch gerettet. Alles klar. Dann würde ich gerne hier durch. Einmal bitte durch die Wand. Zack, sind wir da. Sir Kill und Jet, der Erste, hätten nicht so fett essen sollen. Sind in einer Höhle von Sarakin gefangen. Das müsste die Mine sein. Stimmt, da wollten wir auch noch hin. Da waren wir, glaube ich, mal irgendwann kurz drin, hatten dann relativ frühzeitig die Flucht ergriffen. Aber da ist auch schon einige Level her. Ja, Spruch Schweben hat uns gerettet. So, waren wir da unten in dem Raum schon drin? Nein, waren wir nicht. Alles klar, dann gehen wir da jetzt rein. So, einmal rumdrehen. Ja, Schweben hat uns gerettet, ich weiß. So, wart. Mach mal bitte was. Das war ein Teleport. Um 1 in diese Richtung. Sehr schön. Ja, Schweben hat uns gerettet. Ja, immer noch. Ja, immer noch. Und mal wieder. Ja. Dann nochmal in die Richtung. Teleport, zack, um 1. Ja, Schema hat uns gerettet. Mhm. Ja. Dann nochmal.
Teleport 1. Ja, Schweben hat uns gerettet, ja. Hm. So, Karte schauen und Pläne schmieden, was wir weiter tun. Genau, da in der Mitte waren wir noch nicht. Dann tun wir uns da mal bitte einmal rüber teleportieren. Denn wir sind fußfaule Menschen. Und Elfen und was auch immer wir in Klassen sind. So, zaubern, Teleport 1, zack. Durch da. Ja, schweben. So, ich glaube, hier waren wir schon. Genau. Ah, da hinten aber ein Feld vergessen. Ja, dann habe ich in der Pause was zu tun. Wir gehen jetzt mal nach Norden weiterschauen. Sonst könnte es ja in der Pause langweilig werden, wenn wir jetzt hier alle Felder schon ansehen. Dann habe ich ja gar nichts mehr zu tun. Ja, ja, schweben. Ja, schweben immer noch. So, gehen wir mal hier um den Block. Dann gehen wir mal hier rein. Also mir fehlt immer noch der Hinweis für Schloss Hillstone. Oder finden wir dann in Atlantium dann den Hinweis für Schloss Hillstone? Hm. Genau, das weiß man nicht. Okay. Zaubern. Teleport 1. Rein da. Schauen. Oh. Es sind wenigstens nur drei. Gegen die hatten wir schon mal keine so guten Karten gehabt. Aber okay, eine ist schon mal tot. Ja, dann gehen wir mit möglichst viel Schaden an die Sache ran. Damit die hoffentlich nicht zum Zug kommen. Ja, mach mal Kältestrahl. Oh. Die haben wahrscheinlich eine gewisse Resistenz. Ja, Phileas dann. Oh, Phileas verfehlt, kacke. Robert verfehlt auch, nein. Ja, Feuerball gegen Feuerhydras. Kältestrahl war nicht so doll. Machen wir Lichtblitz. Ah, fast tot. Wieso müsst ihr denn nebenschlagen? Kacke. Sorry. Ja, 24. Wenn wir treffen, ist alles gut. Sherman? Ich komme mal bitte zu. Verfehlt. Toll. Was? Tu mich mal bitte... Ich bin tot? Scheibenkleister. Mann. Na gut, sie kann mich ja auch wiederbeleben, aber dann habe ich nur einen Lebenspunkt. Hä, habe ich jetzt... Ah, ich habe ihren Zug abgebrochen. Ah. Okay, warte, dann zauber du bitte... Bitte, bitte, bitte. Ich weiß es nicht. Ja, üble Kälte. Der Kältestrahl hat halt nicht so viel gemacht. Ätherisieren ist kein Angriffszauber. Zerbrechen, weiß ich jetzt gerade nicht, was das ist. Ja, dann mach wieder deinen Lichtblitz. Oh, Multikanus. Zauber mal bitte. Schmerz? Wow, okay. Schmerz macht gut Schaden. Sherman, zauber mal bitte auch Schmerz. 3 Punkte. Zauber mal bitte elektrischer Pfeil auf die Hydra. Oh. Wir haben 2 Tote. Das lief nicht ganz so gut für uns. Aber okay. Was, meine Liebe? Kümmer du dich mal bitte um... Hä? Ach so, sie ist
auch bewusstlos. Okay, dann... Multicanus. Mein guter. Zauber du mal bitte eine extra Heilung. Auf was? Sehr schön. So, dann... gehen wir auf was? Mana hat sie noch. Dann Zauber... ja, wie heißt das hier? Tote erwecken. Auf mich. Und wer war der andere Tote? Phileas ist tot. Robert ist bewusstlos. Okay. So, also zaubern. Tote erwecken auf Phileas. Und dann noch. Ja, wir machen noch eine extra Heilung auf die, die tot waren. Denn ich würde gern schlafen, aber ich weiß nicht, ob wir angegriffen werden. So, Robert braucht auch noch eine Heilung. Und noch Phileas. Dann sollte die Welt einigermaßen in Ordnung sein. Ja, einigermaßen. Okay. Wir schlafen. Oder versuchen es zumindest. Okay, keine Angriffe, alles gut. Dann nochmal buffen. Die Hydras haben uns fast in den Hintern getreten. Und zwar so richtig. So, Schutz vor Elemente. Dann Bart zaubert bitte zuerst schweben. Ich will nämlich nicht herausfinden, was uns die ganze Zeit da unter den Füßen vorbeischwebt. Und noch ein Magierblick. Dann sind wir ready to go und hoffen, dass wir nicht noch mehr Hydras begegnen. Die zwei Männer reiben ihre Handgelenke, nachdem ihr sie befreit habt. Harry, Kari und No Name stehen euch nun als Söldner im Middlegate Inn zur Verfügung. Alles klar, das finde ich nett, aber das mit den Hydras hätte ich uns gerne erspart. Heieiei, da gab es Gegrilltes. Okay, dann ansehen, Bad zaubern, Teleport 1. Schweben hat euch gerettet. Ja, Schweben rettet uns wie immer. Ja. Ja, und wir schauen auf die Karte. So, dann gehen wir mal nach Norden. Bart, bring uns ein Feld nach Norden. Zack, ein Feld. Oh, hi. Oh, Schlammbestien. Katzenkadaver, schlechter. Okay, also die Schlammbestien, die können übel sein, erfahrungsgemäß. Okay, ich glaube nicht, dass ich so eine Schlammbestie treffe. Ich hau mal einen Dino-Ostenlatschen, was zaubert Untote abwenden wegen der Katzen. Phileas schießt bitte auf eine Schlammbestie und trifft nicht. Bart zaubert einen Feuerball auf die Schlammbestien. Der Schlechter ist immerhin tot. Zwei Schlechter tot. Multicanus. Triffst du eine Schlammbestie? Nein, trifft er nicht. Sherman, dann mach du mal einen Kältestrahl auf die Schlammbestien und trifft nicht. Da könnte jetzt ein bisschen Schaden reinkommen. Nee, ging noch. Dann mache ich vorne nochmal einen weg. Und was zaubert dann einen Kältestrahl auf die Schlammbestien? Und verfehlt auch. Kacke. Phileas, schieß mal bitte auf eine Schlammbestie. Verfehlt. Vielleicht hätte ich doch einen Segen zaubern sollen. Warte, zaubern wir mal bitte einen Feuerball auf die Schlammbestien. Denn ich habe Angst. So, und die eine Echse machen wir so. Sicher. Hatte ich nach den Hydras gesucht oder war ich dazu sehr geschockt? Ich glaube, ich hatte nicht gesucht. Naja, egal. MSR plus 2, Wahnsinn.
Bin begeistert. Sternstaub ist in der Mitte der Radzone. Radzone? Okay. Schreibe mich mal auf. Was ist eine Radzone? Ich schau mal auf der Karte, ob es da irgendwo eine Radzone gibt. Klingt irgendwie komisch. Aber okay. Also bei so einem Wort würde ich eher auf einen Übersetzungsfehler tippen. Aber so spontan habe ich jetzt keine Idee, was schiefgelaufen sein könnte. Ja, schweben? Ja, wir schweben immer noch. Weil Rad ist real oder vielleicht halt auch... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da bei Deutsch-Englisch hin und her schiefgelaufen sein sollte. Hm, vielleicht fällt mir in der Pause was ein. So, nochmal um eins in diese Richtung. Hier haben wir Gegner. Ein paar Feen, Insektenplagen. Das ist nicht so dolle. Blutsauger, Verfluchter. Okay. Also auch was für Was dabei. Dann hau ich bitte aus Spinnentier. Dann kümmert sich Was um die Untoten. Phileas schießt bitte auf die Insekten. Robert. Ja, hau auf den Blutsauger. Bart zaubert einen Feuerball auf die Insekten und das, was danach kommt. So, Multicanus haut bitte den Blutsauger aus den Latschen. Sherman haut zu, ich hau zu. Was zaubert einen Segen? Dann treffen wir nämlich besser. Und dann ist der Kampf fertig. Und nach dem Suchen ist dann auch die Folge fertig. Heldenorden plus 3. Das ist, glaube ich, Charisma. Da haben wir schon ein paar von, aber ich glaube kein plus 3. Ich schaue mal in der Pause. Also, bis gleich.